Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Ja. Du wirst sehen, es macht einen riesen Spaß. Ja. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Brockebecher. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Fodmotigor. Ja, gerne. Okay. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Aha. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. Okay. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Okay. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler, ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Nee. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Fodmotigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droglott und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unrast. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Okay, wir sind am Zug. Ich würde sagen, wir würfeln erstmal, ja? Okay, also. Peter hat ja wohl eine super Rolle, die passt absolut zu ihm. Droglott, Petrulla. Ist das hier jetzt Adrian oder er nicht? Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist ein geheimnisvoller NPC. Und ich find's ein bisschen schade, dass Lillegrim kein Kostüm anhat. Okay, da kommen wir zur Koboldklamm. Sollen wir da mal hin? Sieh an. Ist das etwa die legendäre Streitmacht Hodmotigors? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, ich würde Lillegrim nicht unterschätzen. So zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Speer haben ja von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lillegrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Okay. Schön, wie das da eben auch wieder der Bildschirm war, wo wir, also weiter links war das ja mit dem Drachen passiert, ne? Okay, pass auf, da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Wir können mit allen reden, wir haben hier einen Sicherheitskessel, Holzscheite... Ja, dann... Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nippo,
ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Und der Peter kriegt sie immer drauf. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Ja. Wow. Und schon amüsiert? Wahnsinn. Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen. Anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Ja, Schnippo, super. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich verschwende keinen Gedanken daran, wie sie die Augenhöhlen ihrer Gefangenen mit heißem Teer ausgießen. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Aha. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich verschwende keinen Gedanken daran. Ah, okay. Schade. Ja, dann NPC. Na, egal, was du sagen willst. Du irrst dich. Der Wanderer ist ein vollkommen harmloser Zeitgenosse, der nichts Böses im Schilde führt. Er wird uns nicht die Kehle durchschneiden, sobald wir eingeschlafen sind. Solche Geschichten gehören ins Reich der Fantasie, nicht aber in eine Fantasy-Welt. Ja, okay, also... Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde, der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Ja. Schon klar. Du willst den Trick mit den 55 Kugeln sehen. Ich muss dich enttäuschen. Der Wanderer findet das zu hektisch. Und offenbar geht es in diesem Spiel darum, dahergelaufenen Kuttenträgern obskure Wünsche zu erfüllen. Zumindest hält sich das Spiel an die Romanvorlage. Okay, und wenn du gar keine nimmst? Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits... Wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Ah. Okay. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nipp! Und das im Schlaf, was der nicht alles kann. Es handelt sich um eine normal große Jonglierkugel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Jonglierkugel-Kompendium nicht dabei. Na. Okay, wir haben eine Kugel. Sir Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Drogebecher. Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Drogebecher. Na gut. In seinem Mithril-Harnisch. Also eher was für Zwerge, oder, Mithril? Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache
Und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ja, aber was hält sie denn ab? Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Okay, scheint also der Wille von diesem NPC zu sein, dass wir nicht angreifen. Aber was ist das denn bitte hier für ein Rollenspiel, wo du ins Spiel kommst und erstmal schlafen und nichts tust? Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen. Es ist doch Harvey da links, der NPC. Guck mal, die Zähne. Er hat Hasenzähne. Hat noch nie einen Vorteil gebracht. Er hatte gerade hier so Hasenzähne wie Harvey. Und ich meine, das würde ja auch ein bisschen passen, ne? Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben, den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Ah, dieses pinke Zeug, das ist doch das, was die Kobolde immer verstrichen haben, wo es da so Unfälle gab, wisst ihr noch? Da gab es da einen Unfall und da kam da mal so ein lustiger Kobold und hat so mit so pinker Farbe rumgemacht. Kann das sein, dass das ist? Und das Tal der unbequemen Erinnerungen. Ja, immer wenn jemand gestorben ist oder verletzt wurde oder wie auch immer, hat sie das ja nicht gesehen, weil das ja angemalt wurde von diesem Kobold. Kann es sein, dass wir da praktisch in Lillys Innerstes reingehen, also in ihre praktisch verdrängten Erinnerungen etc. Das könnte aber gefährlich werden, ne? Aber ich finde das schon echt gut gemacht, wie das hier so erzählt wird und wie gesagt jetzt auch so diese ganze Reise, ne, die wir ja jetzt praktisch im Vergleich zu Edna bricht aus, rückwärts machen. Also, dass wir in die Anstalt wieder einbrechen und zurückgehen und so weiter. Ich hoffe, dass wir auch noch Dr. Marcells Zimmer und die Zelle und alles andere noch sehen werden. Können wir mal... Warum so aufgeregt, Lillegrim? Hast du etwa irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Psst, es besteht kein Grund zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen.